Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play L.A. Noir, der einzigen Folge für heute. Morgen kommen zwei Folgen, einmal Let's Play Fahrenheit Indigo Prophecy und einmal Let's Play L.A. Noir. Ja, beim letzten Mal hatten wir eine verkürzte Folge, gestern ist eine Folge ausgefallen. Wir waren mit Jack bei dem Haus des Brandstifters, bei Ira, wie wir jetzt hundertprozentig wissen, haben da einige interessante Funde gemacht, zum Beispiel Bilder von Okinawa, ein ganzer Raum voll von diesen Origami-Kranichen, ein Flammenwerfer und ein paar andere Sachen. Und ja, wir wissen schon, dass wir jetzt wieder Cole spielen. Jack ist jetzt unterwegs zu den LA River Tunnels, also zur Kanalisation, weil dort der Ira die Elsa vermutlich gefangen hält. Hat Peterson und Cole verständigt und Cole muss jetzt schneller sein als die korrupten Polizisten, die Jack auch haben wollen, aber halt, naja, weil er eine Gefahr ist. Und genau, jetzt schauen wir mal, wie wir das hinkriegen werden. Da bin ich jetzt ein bisschen nervös tatsächlich, weil ich hatte ja davor länger nicht gespielt und das wird ja jetzt wahrscheinlich wieder sehr lustig mit dem Fahren. Und ihr wisst ja schon aus der Vergangenheit, dass Fahren nicht unbedingt mein perfektes Metier ist. Aber wir werden sehen, wie es läuft. Genau, das haben wir beim letzten Mal schon gesehen, das sehen wir jetzt nochmal schnell. Go ahead, KGPL. 11K, see the man. A 207 just occurred on the spillway north of the First Street Bridge. DA's investigator Jack Kelso reports a kidnapping suspect outstanding in the LA River tunnel system with a hostage. 11K, handle Roger code that. 3. What the hell is Jack playing at? Like a suicide note. Half the LAPD will be down there hunting for us. We need to get there first. All units on all frequencies stand by. Car 86 Adam is in pursuit of suspect vehicle heading southwest on Sunset Boulevard. Suspect vehicle belonging to Jack Kelso, described as a Navy Chevrolet Fleetline. License number 4, William 0286. Car 86 Adam is in pursuit. Genau. Da hatten wir jetzt die Sachen. Wir brauchen Hilfe, um zum Fluss zu kommen. Und jetzt machen wir weiter wie normal. Da müssen wir nämlich bestimmt gleich selber fahren. Bin ich mir ganz sicher. Ach, da ist Kelsos Wagen. Genau, da wird er verfolgt von den anderen Polizisten. Jack Kelsos in der LA River Tunnel begleiten. LA River Tunnel erreichen. Er ist der weiße Wagen. Gefunden. Also ja, der Borrow will ihn haben, der will ihn sofort unschädlich machen. Und falls nötig ist, darf geschossen werden. So, tut mir leid, Freunde, aber ihr seid auf der falschen Seite. Die wollen uns abschießen. Ihr seid auf der falschen Seite, Freunde. Also wie gesagt, der Borrow, der Korrupte will ihn haben. Er ist extrem gefährlich und zur Not darf geschossen werden. Ja, und das sind wir. Vorsichtig vorgehen und Verhaftung fortsetzen. Wir sind das andere Fahrzeug, was verdächtig sind. Und leider bin ich gerade nicht sonderlich gut. Fahren. Ich versuche einfach die kürzesten jetzt zu umfahren. Ist halt schade, dass wir die jetzt als Gegner haben. Leider ist Jack ziemlich schnell. Der ist schon relativ weit vorne. Und ich fahre gerade nicht der cleverste, ich weiß. Kennst du auf einer Seite unbekannt. Fall gescheitert. Okay, dann waren wir jetzt zu weit weg, glaube ich. Also ja, das zweite Fahrzeug, was Kelso unterstützt, war natürlich wir, der grüne Wagen. Die mögen uns natürlich auch nicht mehr. Wie gesagt, der Worrell, der Police Commissioner, der Korrupte, will ihn halt haben. Und falls nötig, töten. Das war schon klar beim letzten Part. Ich hoffe, es dauert jetzt hier nicht so oft. Ich weiß schon, ich habe jetzt gerade wenig geredet.
Und jetzt werde ich wahrscheinlich auch wenig reden, weil man muss hier konzentrieren. Aber gut, schauen wir mal, ob wir Jack sicher hinbringen können. Wir müssen halt jetzt gegen unsere ganzen ehemaligen Kollegen vorgehen, das ist halt irgendwie richtig beschissen. Weil das sind alles ehemalige Kollegen. Also sind immer noch Kollegen eigentlich. Aber es sind halt jetzt uns feindlich gesinnt. Weil es wie gesagt korrupte Polizisten sind. Ja, ich bin auch extrem dangerous. Ich bin auch extrem dangerous. Ich versuche mir jetzt mal direkt zu folgen. Der Wagen nervt hier. Vielleicht müssen wir ihm die Verfolger aus dem Weg räumen. Da vorne ist er ja. Und ich bin gerade falsch rumgefahren. Das war richtig schlecht. Ich bin gerade richtig falsch rumgefahren. Kacke. Das war gerade richtig schlecht von mir. Ja, ich supporte ihn. Habt ihr ganz richtig erkannt. Leider war das von mir gerade nicht sonderlich gut. Oh, geht aus dem Weg. Hier ist es halt leider gerade sehr dunkel. Schwer zu sehen. Die wissen auch genau, wo er ist. Die haben bestimmt Peile da angebracht oder so. Ich finde ganz interessant, dass wir immer noch den Polizeifunk hören. Oh, wie schlecht ich gerade fahre. Ja, das ist ja gar nicht so safe. So, da vorne ist er wieder. Lasst mal Jack in Ruhe. Da ist Jack neben uns. Also, sind auch vor uns. Lasst ihn in Ruhe, Mann. Los, Jack, wir schaffen das. Es darf scharf geschossen werden, um die beiden verdächtigen Fahrzeuge zu stoppen. Ja, die wollen uns um jeden Preis aufhalten. Jack rammt hier den gerade aus dem Weg. Und wir mal auch. So. Komm, Jack, wir schaffen das. Die Frage ist, ob Jack, wir wissen, dass Jack mal jetzt Park Cole angerufen hat, ob er deswegen ihn angerufen hat. Das wäre gut zu wissen. Wahrscheinlich. Im Moment sind wir relativ safe. Das ist cool. Diesmal werden wir es wohl auch schaffen. Die Frage ist, wie weit diese Tunnel weg sind. Aber wohl nicht mehr sehr weit. Wir sind jetzt auf Schienen. Und hier Jack an. Okay, wir haben es geschafft. Zweiter Versuch, aber wir haben es geschafft. Peterson, Assistant DA. What's he doing? He's here to cover our backs. I'm going in there, Jack. No one's trying to stop you. I found this at the ranch house. He's marked his routes. I'll go in here. Cole, you take the next entrance. Biggs, I need you to take the car and cover this spot here. I think that's his failsafe exit. Cole, he's one of ours. What are you talking about? Right where you are! Got it. Peterson, you want to be DA? We'll earn your salt. So, Kelso is your boy, Peterson? You're working with Phelps? A handy lad, that Kelso. Yes, he is, Chief. You can't imagine what those two have uncovered. It could go all the way to the top. I hope you won't be implicated. So, you're the new groom, Peterson? Looks like it. And you think he'll make it out of there alive? I think he might. He's a difficult boy to get rid of. All right, Peterson. I'm listening. What's your offer? Okay, wir sind wieder Jack. Okay, der Peterson war da. Leider konnte Jack Cole hat jetzt nicht mitteilen, dass es Ira ist. Er konnte jetzt Cole nur sagen, es ist einer von uns, aber Cole hat es nicht verstanden. Der Peterson war da und hat gerade den Borrel aufgehalten, was mich sehr erfreut, weil, wie gesagt, es war ja nicht so sicher, auf welcher Seite der wirklich steht. Ehrlich gesagt, das ist immer noch nicht wirklich sicher, weil am Ende wollte der Borrel ein Angebot hören. Und es stimmt ja, es ist ein Typ, den man nicht leicht los wird. Ob er es lebend rausschafft, ja, der Borrel droht halt. Der will halt alle loswerden jetzt. Das merkt man schon, der meint's ernst. Ansonsten war Cole am Anfang relativ irritiert, dass er da war.
Und genau, er ist rein, Jack ist über einen anderen Eingang rein. Da wir ja die Pläne hatten von der Ranch vom letzten Part, wissen wir halt, wo Ira so seine Wege hat. Und Herschel passt anscheinend an einem Ausgang auf. Nimmt den Wagen und passt hier auf. Wahrscheinlich an einen Notausgang. Okay, dann wollen wir uns jetzt Ira schnappen. Wir sind gerade, wie gesagt, Jack. Immer noch mit blutendem Arm. Wir wissen halt nicht, wie viel Zeit wir haben. Das ist unser Hauptproblem. Wo wir gerade von Hauptproblemen sprechen. Polizisten, wa? 4 Stück? Das hat weh. Immer noch 3. Das ist gerade gar nicht so toll hier. Der lebt noch. So, der ist auch erledigt. Damit waren es nur noch einer. Ist ja richtig lustig hier in den Tunneln von Anfang an. Na, komm raus, wo immer du bist. Ich sehe dich. Mit seinen Armen habe ich gerade gesehen. Da war er. Der lebt aber noch. Jetzt hält mich sicher kein korrupter Polizist auf. Das sind bestimmt korrupte Polizisten. Weil, wie gesagt, der Roller hat ja schon bedroht, dass hier keiner rauskommt. So, erledigt. Jack flucht ein bisschen, aber wir haben es erledigt. Also, wir sehen schon. Vorsicht geboten. Das war gerade relativ knapp. Hier vorne ist nichts. Das sind bestimmt korrupte Polizisten, ne? Das müssen wir gleich mal an der Leiche hier gucken. Ja, vielleicht auch nicht. Bin mir nicht sicher. Sehen nicht wie Polizisten aus, offen gesagt. Naja. Ich habe das Gefühl, hier geht es nur geradeaus. Aber ja, man sieht schon, hier ist von Anfang an Spaß garantiert. Hier wird 2 erschossen. Das könnte aber ein Detective sein. Ja, wie gesagt, der Warren wird uns ja loswerden. Wir sind nicht mal auf der Spur, das weiß er. Schnell in Deckung gehen. Netter Versuch, aber ich schieße schneller. Da war allerdings gerade Herzschlag zu hören. Wir müssen hier echt aufpassen. Man darf hier nicht blind laufen, das sieht man schon. Das war bestimmt nicht der letzte hier. Hier ist ein Weg. Wir haben halt gerade keine Karte. Oder haben wir eine Karte? Aber es sah gerade auf dem unten auf dem Radar nicht so aus. Aber wir sind hier. Ja, ja, LA River Tunnel. Straßenverbrechen nicht, ne? Hier ist die Baracke. Und hier sind die 3 die Kammerjäger und so. Und hier war Dr. Fontaines Praxis. Die hatten wir aber alle. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht. Müssen wir hier rein? Ich schaue hier mal. Ins Büchlein können wir nicht gucken. Eine Treppe, oder? Oder ist es nur... Oh, ich will hier echt nicht rumlaufen. Mir gefällt das Geräusch nicht. Das Geräusch gerade gefiel mir überhaupt nicht. Ja, ich gehe hier mal lang. Also hier unten ist nichts, außer Wasser. Überraschung. Warnung, alle Arbeiter müssen... ja, müssen eine Schutzkleidung tragen. Hier geht es nirgendwo lang. Ich habe keine Ahnung, ob wir ein Zeitfenster haben. Ich hoffe, wir haben kein Zeitfenster. Kann er hier rüber hüpfen? Scheinbar nicht. Die schöne Hose, die war teuer. Ich gehe erstmal hier weiter. Ich hoffe, dass wir hier nicht angegriffen
werden. Okay, da geht's nicht weiter. Dann schauen wir da. Ich hoffe, das Wasser steigt hier nicht oder so. Das könnte nämlich durchaus sein. Danger, tiefes Wasser, ja, ja. Ist mir schon klar, dass es hier tiefer wird. Oh ja. Was? Hier müssen wir kämpfen. Ja, müssen wir. Wo die sich überall rumtreiben, da ist noch einer. Der lebt noch. Na, komm raus, mein Lieber. Ich warte schon auf dich, tot. Also hier hat man auf jeden Fall Spaß mit Gewässern, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, wir kommen noch zur Not zurück. Und ich hoffe, wir saufen nicht hier ab. Das könnte nämlich durchaus passieren. Also ich glaube, es sind alles Detectives, die wir hier erschießen müssen. Okay, hier ist eine Leiter. Auf nach oben. Ja, kann ich zu dir auch sagen. Kann ich dir auch sagen, mein Lieber, dass es ganz schön mutig ist. Tot. Aber hier sind immer noch zwei. Auf der anderen Seite. Ich gehe erst hier hin. Ah, der ist ja richtig schön gestorben hier. Der winkt noch ein bisschen. Ich glaube, ihm ist kalt. Ein Raum. Hier sind die nicht drin, glaube ich. Was haben wir denn hier? Hier haben wir neue Waffen. Ein kleines Waffenlager hier. Vom Ira wahrscheinlich. Aber ich kann hier nichts mitnehmen, glaube ich. Die Frage ist, ob die mit Ira zusammenarbeiten oder nicht. Ich hoffe nicht. Wir haben schon mehr als genug Gegner. So, hier gehe ich wieder an der Wand. Weil wir sehen ja... Zwei Genossen auf der Karte. Und Jack redet ja mit denen auch, dass sie die Waffen schmeißen sollen. Na, Freunde? Ja, der hier ist. Hast du genau richtig erkannt. Wir sollen weitergehen, Jack. Wir sollen weitergehen, sagt er. Aber ich will erst den Typen loswerden. Na komm hoch, mein Lieber. Der lebt immer noch. Jetzt ist er tot, sehr schön. Läuft einigermaßen hier die Schusswechsel, aber der Ort ist natürlich für Schießen irgendwie kacke. Wie gesagt, ich hoffe, wir müssen nicht zurück. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Tja, das sind alles verschwendete Leben. Und da vorne wurde gerade jemand flambiert. Okay, war das der Ira mit seinem Flammenwerfer? Das wirkte nämlich sehr nach Flammenwerfer. Hm, also arbeiten die mit Ira nicht zusammen. Das ist gut zu wissen. Der wird aber auch uns killen, wenn er kann. Das war gerade hier hinten, da ist gerade einer flambiert worden. Ja, da vorne sieht man, glaube ich, noch Knochen. Wenn ich das richtig falsch sehe. Okay, vielleicht können wir zum Flammenwerfer organisieren, wäre natürlich eine coole Waffe. So, wo geht's hier hin? Jackson Street, Santa Fe, okay. Ah, neue Gegner. Kurz weglaufen. Ich will jetzt nicht sterben, es sind drei. Oh, die stehen ja richtig scheiße. Kommen die nach? Die standen ja gerade richtig scheiße. Ich bleib mal hier. Ich will mich hier nicht davon erschießen lassen. Ich hoffe, die kommen hier vor. Kommen die nicht hier vor? Das ist ja ätzend. Ja, ihr wollt mich, ihr kriegt mich. Ah,
sehe die gar nicht richtig. Ich glaube, einen haben wir gekriegt, aber ich sehe sie gerade nicht. Ja, ich weiß, dass du weißt, dass ich hier bin. Ah, hier kann man sich Deckung geben. Hier ist halt richtig Spaß. So, einer tot. Er ist tot. Da sind immer noch zwei. Der ist auch erledigt. Da vorne noch der. Der war irgendwo hier. Den habe ich noch nicht. So, alle vier gekriegt. Das sind ganz heftige Schusswechsel hier. Das war gerade Glück. Hier geht's nach oben. Nee, hier geht's nach unten. Übrigens, nach den Tönen gibt es hier immer noch Freunde. Ja, hoffentlich gehen sie auch in der Box. Die will ich nämlich nicht. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt nach unten. Noch leben wir. Aber ja, die machen hier richtig Spaß, die korrupten Polizisten. Wo ist Cole? Das ist die Frage. So, einer tot. Ich gehe kurz in Deckung. So, komm mal wieder raus, mein Freund. Ich kriege euch alle. So, noch einer tot. Ein letzter noch. Erledigt. Ja, Jack ist wirklich ein sehr guter Schütze. Das merkt man hier schön. So wirklich aufhalten könnt ihr uns nämlich nicht. Aber nerven tun sie schon. Speicherpunkt habe ich übrigens bis jetzt noch keinen hier gesehen. Das heißt, ich hoffe, wir kriegen das hin. Es ist ja halt so saumäßig dunkel. Hier könnten wir lang. Und hier drin ein weiterer Waffenraum. Jack holt sich den Flammenwerfer, glaube ich. Oh yeah. Das sieht aus wie ein Flammenwerfer. Oh, jetzt wird's nice. Finde ich interessant, warum haben wir hier den Flammenwerfer? Hat Ira den hier liegen lassen? Warum sollte er? Er ist ja fasziniert von Feuer. Jetzt wird's richtig lustig, weil das ist definitiv ein Napalm-Tank. Okay, Freunde. Zeit für eine kleine Grillparty. Wir darüber? Nein. Achso, da vorne, natürlich. Mein Fehler. Zeit für eine kleine Grillparty. Und das Wasser steigt. Okay, wir müssen uns also beeilen. Genau, das Wasser steigt. Wir können gerade nicht laufen. Kommt denn der her? Aber ich glaube, wir müssen da näher ran. Wir können hier nicht laufen. Lass mich in Ruhe. Kommen wir hier irgendwo nach oben? Ja, der ist da oben immer noch. Der hat uns gerade mehrere Male getroffen, aber wir können hier nicht laufen. Hier können wir nach oben, okay. Wie gesagt, Zeit für eine kleine Grillparty. Ja, du bist gleich tot. Der war doch hier, oder? Der läuft, glaube ich, weg. Na, Freund Zwergnase? Nein, ich bin nicht da unten. Wo ist er denn hin?
Na, der ist wahrscheinlich nach unten gegangen. Ich schaue mich hier oben kurz um. Also ist definitiv ein Flammenwerfer hier. Ich glaube, so eine Waffe, so eine starke Waffe hatten wir, glaube ich, noch nie. Hier könnten wir lang. Dann schaue ich kurz da drüben. Ich denke, hier sind wir erstmal sicher. Vor dem Wasser. Vor dem ansteigenden Wasser. Ah, jetzt ist er wieder nach oben gekommen. Ist nicht das richtig? Ich schaue jetzt mal hier nach. Okay, jetzt hat Jack den Flammenwerfer weggelassen. Elsa. He saved me from the doctor. Hi, Tex. Do you remember me? I'm not sure that I do. Have you come here to kill her? Why would I do that, soldier? Isn't that why you're all here? I'm here to get her out. But not me. You haven't come for me. No, not you. It ends here. You were with the sixth on Sugarloaf, weren't you? I was. And Naha? Yes, I was. You're Sergeant Jack Kelso, aren't you? Where's your uniform, Sarge? At home in my locker, Hogaboom. War's over, soldier. I know that, Sarge. I'm fighting a different kind of war. I fight for God now. We all fight for God, Ira. In our own ways. Not everyone knows it. Elsa, are you all right? Get away from her! It's all right, Cole. He doesn't want to hurt her. Ira was with us on Okinawa. What? You know this guy? Don't you remember me, Lieutenant? I remember you. No, I don't. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of civilians. A hospital. What is he talking about? It was war. For God's sake, I can't be held responsible for everything that happened. I don't blame you, Lieutenant. You helped me to help other people. Ira lost his mind on Okinawa, Princess. Sheldon asked the doctor to help him get back. The doctor helped me to find my path. And I helped him to a better life. Elsa's going to leave now, Ira. She will be all right. You've helped her too. Get her out of here. Vix will help. His exit is nearby. Jack, I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Get out of here now! For God's sake, Jack! What are you going to do? Don't cry, miss. Sergeant Kelso has come to help ease my way. I was proud to serve with you, Jack. Get out of here, Cole! Ja, die kämpfen jetzt, oder? Das wirkt zumindest so. Gerade ihn erschossen. Ich mach kurz auf Pause. Also, irgendwie hat jetzt Jack den Flammenwerfer wieder abgelegt und wir haben den einen Gegner ignoriert. Der Ira wollte Elsa nichts tun. Er wollte sie beschützen vor den anderen. Er hat gefragt, ob wir ihr auch wehtun wollen. Cole hat sich erst an ihn nicht erinnert, hat jetzt Elsa rausgebracht und ja, Jack hat ihn erschossen. Der Ira hat sich jetzt auch gar nicht gewehrt. Sah durchaus beeindruckend aus, ne, mit dem Flammenwerfer und seiner Uniform. Hat er auch gefragt, wo Jack seine Uniform hat, dass er sie zu Hause hat, weil der Krieg ist ja vorbei. Und Ira hat gemeint, er würde jetzt Gott dienen, in einem anderen Krieg kämpfen. Und hätte Leuten den Weg geebnet. Ja, und anscheinend hat Coley mal befohlen, eine Höhle auszuräuchern. Also auf gut Deutsch, alle da drin umzubringen. Alle zu verbrennen von Zivilisten, ein Krankenhaus, was natürlich ganz schön krass ist. Was anscheinend Coley erst verdrängt hatte. Aber wir haben jetzt einen Rückblick, vielleicht sehen wir das jetzt. What do we do, Lieutenant? Jesus, look at all the kids! Stop the goddamn screaming! I need to think! And how do you expect to do that, you fucking maniac? They're burned to a crisp! Finish them off. Do it humanely. We are leaving this place. You do it, Phelps! Get your own fucking hands dirty! I'm out of morphine. Put these people out of their pain. Now! That's an order!
Everyone out of here now. Double time! You two get Lieutenant Phelps to an aid station. Weapon team will be blowing this place in 2 minutes. Everything that happened in here stays in here. Do you hear me? I don't want to ever hear another word about it. Ja, und da war die Höhle. Ich mach nochmal gleich auf Pause. Da war die Höhle mit den ganzen brennenden Menschen. Sehr, sehr harter Tobak. Also man merkt schon, Cole hat es richtig fertig gemacht. Er war voll traumatisiert, wollte, dass sie human getötet werden. Und die Soldaten wollten das nicht. Einer von ihnen hat Cole angeschossen. Und Jack hat ihn dann allen befohlen, rauszugehen und Cole auf eine Krankenstation gebracht. Zumindest bringen lassen. Das ist schon echt krass, so eine ganze Höhle vom Menschen einfach auszuräuchern. Man fragt sich halt ein bisschen, warum. Also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass sie halt erst gedacht haben, da wären Soldaten drin, die erst im Nachhinein gemerkt haben, dass es keine Soldaten, sondern Zivilisten sind. Sowas kann im Krieg passieren. Das wünscht sich natürlich keiner, aber kann passieren. Aber dass sie sich alle hat umbringen lassen, ist schon sehr krass. Also den Soldaten, der ihn angeschossen hat, ich glaube, es war sogar Courtney. Also der, der gesagt hat, machen sie es doch selber. Ich glaube, das war der Courtney. Ja, und einer der Soldaten ist ausgerastet, hatte kein Morphium mehr, wollte auf die anderen losgehen. Wir haben übrigens jetzt Part rum, aber wir hatten halt keinen Speicherpunkt. Deswegen machen wir weiter. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass es mit Ira keinen Bosskampf gab. Und irgendwie erschien mir jetzt die Kanalisation auch ein bisschen kurz. Ich glaube, wir sind gar nicht alle Wege abgegangen. Bei den Flammenwerfer zum Beispiel hatten wir jetzt nicht wirklich getestet, aber gut. Schauen wir mal weiter. He's doing him a favor, Elsa. Cole, up here! I'll get this grave out! Hurry, the water is rising! Oh, scheiße. You're first! Hand her up! Get out of here! You're not here! I'm not arguing! You're wounded, Jack! Let me help! What are you waiting for? Jump, Cole! Jump for it! Nein! Verfluchte Scheiße. Chichester Kapelle, 2:30 Uhr nachmittags. Gathered here to honor Detective Cole Phelps. Cole Phelps was the best kind of man. Hear, hear. A war hero who led his men with true valor and through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. Nein. You belittle his memory. Ich muss nochmal auf Pause machen. Ich weiß, es ist kacke, dauernd in den Sachen eine Pause zu machen, aber es passiert gerade so viel. Also, Cole ist gestorben. Cole hat Elsa und Jack rausgeholt, aber er hat es nicht mehr geschafft. Das Wasser hat ihn mitgerissen und er ist, verstorben. Ich will nur kurz hier vorne gucken. Ja, genau, Courtney hat das gesagt. Machen Sie das, Phelps. Machen Sie sich die beschissenen Hände schmutzig. Ich weiß nur nicht, ob Courtney ihn auch angeschossen hat. Er hat hier auch Cole als verdammten Irren bezeichnet. Ja, und jetzt sind wir gerade auch bei seiner Beerdigung. Okay, dann werden wir wohl heute das Spiel abschließen. Es ist so krass, dass Roy unsere, wie soll man sagen, unsere Abschiedsrede hält. Roy! Der Typ, der scheiß korrupte Pissnäcke, der immer gegen uns gearbeitet hat, hält jetzt auf unserem Begräbnis unsere Abschiedsrede. Was zum Teufel?
Ist klar, dass Elsa dann auch so reagiert, von wegen sie ziehen sein Andenken in den Dreck. Ich meine, klar, Roy lobt hier Cole von wegen großartiger Mensch, Kriegsheld und wie war das hier, ein zu Unrecht beschuldigter Polizist, aber wir wissen ja alle, wie Roy spielt. Er lügt halt. Er lügt halt, weil er sich selber darstellen will als tollen Menschen. Der Bürgermeister hat auch zugestimmt und auch bei dem wissen wir, dass er korrupt ist. Was zum Teufel? Ja, ich glaube, Elsa wird gleich rausgehen, weil wie gesagt, die ist zu Recht sauer. Jack war jetzt auch sehr betroffen, ja, und Herschel. Ich habe noch ein paar andere jetzt gesehen, ich glaube, es waren alles ehemalige Partner oder Vorgesetzte. Ich bin mir aber nicht sicher. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr jemanden da erkannt habt. Ja, ich versuche nicht zu oft in Pause zu gehen, aber anscheinend gibt es hier keinen Safe mehr. In der Kanalisation gab es irgendwie keinen Safe und hier habe ich jetzt auch keinen gesehen. Deswegen glaube ich, dass wir das Spiel jetzt durchmachen. Ich weiß schon, die halbe Stunde schon überzogen, aber naja. Out of my way, Jack. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leland Monroe. Go to her. Will you, Herschel? A reformer who recognized the need Jack. To remove the odd bad apple from a department right. Made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued to fight the good fight. I think you knew that, Jack. The fight that cost him his own life. A good husband. A good father. And may I say, a good friend. Ja, mit Sicherheit nicht dein Freund Abschaum. Boah. Ja, ich weiß schon, ich habe gesagt, ich gehe möglichst wenig in Pause, aber das kotzt mich an. Es kotzt mich an, dass ausgerechnet Roy diese Begräbnisrede hält und so uns in den Dreck zieht. Also ja, Elsa ist rausgegangen. Herschel hinterher auf Jacks Anweisung, also was heißt Anweisung, auf Jacks Wunsch. Und ja, er war nie Coles Freund, aber auch nicht sein Feind. Ich meine damit, dass Cole bewusst Jack hochgeholfen hat. Obwohl er wahrscheinlich wusste, dass er mit den Wassermassen mitgerissen werden würde. Gehe ich davon aus, dass sie schon Freunde waren, zumindest aus Coles Sicht. Das hätte er nicht tun müssen. Jack wollte ja sogar, dass Cole zuerst geht, aber Cole hat Jack vorgezogen wegen der Verwundung am Arm. Und ja, Roy, wie gesagt, sagt hier von wegen ein guter Ehemann, guter Vater, guter Freund. Ich meine, guter Ehemann wissen wir schon mit dem Fremdgehen, dass das nicht der Fall war. Und interessant ist, dass Roy hier sowohl Dr. Fontaine als auch Lila Monroe ein bisschen als böse darstellt. Ich meine, sie waren ja böse oder zumindest nicht gut, aber sich selber spart er natürlich großzügig aus. Überraschung, Überraschung. Wow, wirklich, dass ausgerechnet Roy das macht, das ist wirklich so ein Fausthieb. Man trauert gerade, weil Cole verstorben ist. Und da macht Roy die Abschiedsrede. Das ist echt krass. Also der Warren war natürlich auch da. Den Peterson habe ich auch gerade gesehen. Und genau, ich hoffe, das war das letzte Mal Pause gegeben. Ja, da ist der Peterson. Und da schüttelt er die Hand mit Roy. Und ich glaube, das war's auch. Ja, das war's. Hier ist jetzt Speicherpunkt. Wir haben eine neue Errungenschaft. Die kommt natürlich in die Videobeschreibung. Ja, das war das Spiel. Glaube ich. Ich glaube, jetzt kommt Abspann. Ja gut, hätte ich das gewusst, hätte ich jetzt nicht rausgehen müssen. Elsa singt hier nochmal. Ja, krasses Game. Krasses Game. Ein bisschen überraschend schnell geendet, muss ich sagen. Ich meine, auch beim letzten Part hatte ich ja schon das Gefühl, dass es aufs Finale zugeht. Aber ich hatte irgendwie die Kanalisation länger erwartet, denn sie sah gestern auf der Karte einfach größer aus. Also vorgestern, besser gesagt. Gestern kam ja keine Folge. Ja, wir haben damit natürlich das Spiel jetzt abgeschlossen. Wir wären natürlich nicht komplett fertig. Es gab ja ein paar Tasenverbrecher, die wir nicht gemacht haben. Und in einem Fall hatten wir halt nur 3 Sterne statt 5. In der anderen hatten wir ja immer 5.
Das ist halt auch so eine Sache. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt zum Spiel sagen soll. Es war schon ein krasses Erlebnis, muss ich sagen. Weil man kann sich mit den Figuren identifizieren. Und man fragt ein bisschen, ob es hier einen moralisch Guten gibt. Weil Cole zum Beispiel, ja, er war ein guter Polizist, aber moralisch komplett gut halt nicht. Mit zum Beispiel dem Fremdgehen mit Elsa. Oder Jack, weiß ich auch nicht. Jack hat halt auch nicht davor gescheut, und auch grob zu werden. Oder halt zumindest das anzudrohen mit Gewalt. Und ich weiß auch nicht, warum er Ira erschossen hat. Also da hat Cole selber gesagt, dass Ira das wahrscheinlich selber wollte. Er hat ja bei Jack auch gesagt, das war ihm eine Ehre zu dienen und so weiter. Er hat sich ja auch nicht gewehrt, aber irgendwie seltsam trotzdem. Und ansonsten, ja, wird sich jetzt natürlich gar nichts verändern, ne? Weil der Peterson hat Roy die Hand geschüttelt. Und da Roy die Hand geschüttelt hat und wir wissen, dass er mit einem Angebot mit Worrell geredet hat, gehe ich sehr stark davon aus, dass der Peterson auch korrupt ist. Dass das, was er angeblich bekämpfen will, nicht der Wahrheit entspricht. Das heißt, es hat sich im Grunde an der Korruption nichts verändert, außer dass Cole tot ist. Ja gut, ein bisschen was hat sich schon verändert. Fontaine ist tot und Leland ist wahrscheinlich im Knast. Aber wer weiß wie lange. Und Herschel zum Beispiel und Jack würden ja weitermachen. Aber trotzdem, das ist schon beschissen, muss ich sagen. Also mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ich sehe schon ein paar Schwächen. Gerade die Straßenverfolgungen zum Beispiel sind ein bisschen doof gewesen. Auch bei dem Part mussten wir es zwar mal machen, auch wenn es keine klassische Verfolgung war. Und ich weiß jetzt nicht, warum wir den Flammenwerfer jetzt am Ende nicht richtig nutzen konnten. Wie gesagt, ich glaube, ich habe nicht alle Wege abgegangen. Aber naja, anyway, wir sind durchgekommen. Da war wohl nichts Wichtiges, schätze ich. Errungenschaften haben wir natürlich jetzt auch nicht alle gesammelt, weil wie gesagt, wir hatten nicht alle Straßenverbrechen und ich glaube, es gibt auch noch ein paar Sammelgegenstände. Also die Autos gibt es ja auf jeden Fall, da hatten wir auch nicht alle. Und ich glaube, es gibt noch sogenannte Filmrollen, die hatten wir gar nicht. Und Wahrzeichen zum Beispiel hatten wir auch nicht alle. Also ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, vielleicht hängen wir noch ein paar dran, vielleicht sagen wir nicht sofort, dass es beendet ist. Sondern machen dann zum Beispiel der einen Fall, der nur drei Sterne hatte, nochmal. Das war, glaube ich, der Goldene Schmetterling. Mit dem Morddezernat. Und tun vielleicht. Schauen, dass wir die anderen Straßenverbrechen alle kriegen. Aber ich weiß noch nicht. Ich mache das von euren Kommentaren abhängig. Ansonsten kommt morgen jetzt natürlich nicht Eleanor, neben Fahrenheit. Zumindest, wenn halt von euch nichts käme. Sondern weiß ich nicht. Also wahrscheinlich tatsächlich was Neues. Weil ich habe mir da vor kurzem ein paar Spiele auf Steam geholt. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Und ich finde gerade die Musik richtig cool. Die passt halt irgendwie nicht in die düstere Stimmung, die man jetzt am Ende hatte, aber gut. The Cast. Aaron Steffer, doch. Staten für Cole Phelps. Kenne ich da irgendeinen Namen? Key McKinney für Jack Kelso. Ray Pinker, Ira Hodgeboom. Eli Rooney, genau, das war der Kinderschänder. Vicky Cohen. Vicky Cohen kam auch irgendwie wenig vor als so großer Mafia-Boss. William Dewey, Anna Rodriguez, da sieht man, wie viele Namen man hatte. Jack Talbot. Ja, das sind mir gerade ein bisschen viele. Ich gucke da jetzt nicht bei jedem Nate Wilkie, aber hier, wie gesagt, man sieht hier schon so ein paar Namen. Leonard Peterson. Da war er. Ja, war jetzt durchaus ein relativ langes Game, hatte ich das Gefühl. Ein bisschen hatte ich auch das Gefühl, es hätte länger sein können. Also jetzt der letzte Fall zum Beispiel, die andere Art vom Krieg war jetzt kein sehr langer Fall. Also ich habe da schon das Gefühl, dass manche Fälle deutlich länger gingen als andere. Harry the Bookmaker. Das ist schön. Aber vielleicht irre ich mich da auch.
Aber ich habe schon das Gefühl, dass einige Fälle deutlich länger gehen als andere und manche auch deutlich schwerer sind als andere. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht. Jetzt käme natürlich morgen auch theoretisch ein Blacks Fazit. Aber ich sag gleich, ich weiß noch nicht sicher, ob ich das morgen schaffe. Ob ich das einfach zeitlich schaffe. Weil die Woche kamen ja jetzt sowieso relativ viele Folgen. Vielleicht mache ich das Black Fazit tatsächlich erst beim nächsten Mal. Also nächste Woche. Weil nächste Woche läuft ja ganz normal die Folgen. Ja, da könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Ich muss sagen, ich genieße gerade Elsas Gesang richtig. Ich weiß, ich quatsche da dazwischen, aber ich genieße es schon. Motion Capture. Cowfell Stunts performed by Zulary. Ja. Es sind eine Menge Leute, die hier mitgearbeitet haben. Ich habe halt nur das Gefühl, dass ich hier reden muss. Ich bin gespannt, was ihr vom Spiel haltet. Jazz Recording Session. Akustisch Bass, Piano, Saxophon, Schlagzeug und Trompete. Und noch andere Sachen. Ja, dieser Jazz am Ende, der rundet es irgendwie schön ab. Ist auf jeden Fall ein tolles Spiel. Ich denke, es wird viele Sterne bei mir erhalten. Keine 5 wahrscheinlich, 5 hat er bisher noch kein einziges bekommen, aber es wird, denke ich, relativ hoch spielen. Elsas Songs. 3 Songs. Radio Show, Radio Songs. Gut, Radio haben wir nie gehört. Nie groß. Oh Mann, das ist schon... Also wie gesagt, das ging jetzt überraschend schnell rum am Ende. Ich dachte, es wären zumindest noch 2-3 Folgen, aber jetzt wurde es nur eine. My Heart is a Hobo. Teilweise die Liedertitel finde ich ganz cool. Ich glaube, ich gucke gleich nochmal in die Optionen, in die Fälle rein. Aber ansonsten genieße ich jetzt, glaube ich, ein bisschen die Abspannmusik mit euch und quatsche jetzt nicht dauernd. Dürfte eh nicht mehr so lange gehen. Da ist schon ein Link-Video. Und genau, wir sehen uns dann, denke ich, gleich wieder. Oder hören uns besser gesagt gleich wieder. Und da ist jetzt eh rum. Schade, jetzt habe ich zu viel gequatscht. Aber da kommen jetzt schon die Special Thanks. Das dürfte gleich rum sein. Genau, da kommt nichts mehr. Ging ja jetzt von den Abspannen. Ich kenne, also wir hatten schon Spiele mit deutlich längerem Abspann. How about this for a headline? Guess which former 6th Marine hero has been promoted in the LAPD? No idea. Well, could be anybody. You give up? Tell us or hand over the fucking paper. The Shadow Boys, our very own Silver Star winning son of a bitch. Phelps? He didn't die, Jack. He did just fine, and that's all we're going to say about it, right? The one and only. Look at this picture. Golden boy getting his badge, wife and kids in tow, and looking awful humble in the process. Well, he's set. Phony bastard. I wonder if they've been holding my job for me after all this time. What job was that? Mechanic. Ain't you seen all the war bond movies, Sarge? All the best mechanics is women. You're gonna have to work as a gigolo from here on in. I was a bus driver in Santa Cruz. No pictures in the papers or medals for me, though. I can't believe I just went through Petaluma and Okinawa just to go back to being a washing machine mechanic. How is it that jerks like Phelps get it all? It doesn't have to be that way, guys. What are you talking about? It's always gonna be that way. Do you have any idea what you guys are sitting on? Yeah, a ship full of army surplus. You're sitting on surplus morphine. 2 tons of it. Can you imagine what that's worth on the streets? Hundreds of thousands of dollars. You're shitting me. I'm not. You're talking about stealing it? Keep your voice down. Do you want to have us all thrown in the brig? God damn it, Sheldon. You want to go into the dope business? No. I want to be in the peace dividend business. What is that supposed to mean?
It means I want the guys who fought for a better future to get some share of it. You interested, Jack? Come on, Top. We could all get out from under. Oh, it's the chance of our lives. It's everyone or no one, boys. I'm not having a bar of it, Courtney. You may be the bravest person I have ever met, but I swear to God, trouble follows you around like a pet fucking dog. I thought you wanted to try for medical school. So what do you want, Jack? What's the future got in store for you? You guys were all heroes in the war. Every single one of you. Even if your next door neighbor or your wife never know it and don't give a rat's ass. Fuck belts and medals and citations and parades. Fuck the public who are bored with returning GIs. I have nothing but respect for what you guys and the rest of the Sixth have done. You go through with this, and you'll be nothing to me. Ja, und hier hatten wir nochmal einen letzten Rückblick von der alten Marine-Einheit. Ziemlich krasser Rückblick. Also da kamen sie gerade in die Heimat zurück nach dem Krieg. Ich denke, jetzt geht's wieder zum Hauptmenü. Ja, genau. Da kamen sie nach dem Krieg in die Heimat zurück und keiner mochte Cole. Alle fanden scheiße, dass Cole zum Polizisten gemacht wurde. Da waren jetzt ja ein paar bekannte Gesichter. Sheldon natürlich, Felix Alvaro habe ich gesehen, Jack und noch ein paar andere. Ja, und Sheldon, also Courtney hatte hier die Idee mit dem Morphium. 2 Tonnen Morphium, was sie stehlen konnten, wie wir ja wissen, was auch passiert ist. Das Morphium aus Meervorräten, das war das hier. Und dann weiter verteilen. Natürlich dachte Courtney hier an die gute Sache. Ich finde interessant, dass Jack sich hier als einziger für Cole eingesetzt hat, weil wir wissen auch, Jack konnte anfangen, Cole überhaupt nicht leiden, aber er hat sich hier für ihn eingesetzt. Und hat auch gesagt, er macht da nicht mit als einziger. Die waren alle überzeugt, aber er nicht, dass sie ihm nichts mehr bedeuten, wenn sie das durchziehen. Und ich denke, das war's. Ich mache jetzt nochmal auf Fortsetzung kurz. Ich will nur wissen, wo man jetzt rauskäme. Aber ich glaube, man kommt beim Begräbnis raus. Also, dass man halt da nicht mehr... Oder? Will ich nur kurz schauen. Ja, das ist, wo wir vorher angefangen haben. Das wäre dann die Verfolgung. Okay, da müssen wir jetzt nicht weitermachen. Das haben wir ja vorher erst gespielt. Dann gucke ich jetzt noch kurz in die Fälle rein. Also ich für meinen Teil denke, man könnte das Spiel so abschließen. Ich weiß es nicht zu 100%. Wie gesagt, ich warte euer Feedback ab. Aber fürs Erste würde ich so das hier abschließen. Schauen wir mal. Das waren die Fälle hier. Also das war der Streifendienst. Hier gab es natürlich keine Sterne. Deswegen gehen wir hier mal zurück. Hier ist Verkehrsdezernat. Der Fahrersitzwagen ist Konsuls, himmlische Ehe, falsche Papiere, gefallen Idol und freies Spiel. Also hier heißt, glaube ich, dieses Symbol hier, was neben den Sternen ist, Straßenverbrechen. Das heißt, es wäre Straßenverbrechen im Verkehrsdezernat, im Streifendienst und halt hier 3. Oder ich bin mir nicht sicher, oder halt freies Spiel. In Straßenvolle L kannst du durch die Stadt patrouillieren, um Fahrzeuge zu erkunden, Filmrollen zu sammeln. Genau, Filmrollen zu sammeln. Und Straßenverbrechen zu übernehmen, die über den Polizeifunk durchgegeben werden. Dann haben wir das Morddezernat. Genau, da ist der goldene Schmetterling. Unser eigener einziger Fall, den wir nicht mit 3 Sternen hatten. Ansonsten Lippenstiftmörder und weiße Schuhe, der Mord mit dem Symbol. Ansonsten hatten wir alle auf 5. Wir hatten jetzt beim letzten Fall auch gar keine Besprechung, ne? Gar keinen Abschluss, wie wir so standen. Ich weiß gar nicht, ob man da Sterne bekommt. Hier ist das Sittendezernat. Auch überall 5. Das Symbol bei Black Caesar, abgekartete Spiele und offenkundige Bestimmungen. Ich glaube, es war tatsächlich mein Hassdezernat, einfach wegen Roy. Weil Roy war mit Abstand der beschissenste Partner. Ich denke, da stimmt mir jeder zu. Die anderen Partner waren alle besser. Und jetzt am Ende die Brandermittlung. Eine andere Art von Krieg. Hier sind zum Beispiel... Ja, hier sind keine Sterne. Hier sind halt 2 Symbole. Und ansonsten in jüdischen Gefilden und in eine höfliche Einladung. Ja, ihr könnt in die Videobeschreibung schreiben. Ich denke, man kann es so stehen lassen, aber warten wir es mal ab. Ich werde es erstmal so stehen lassen, auf jeden Fall.
Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Ich hoffe, meine Moderation hat euch gefallen. Ja, leider auf Pause. Jetzt gerade beim letzten Mal, aber wie gesagt, nicht jeder kann Englisch. Deswegen wollte ich halt ein bisschen dazu meinen Senf geben. Und ja, wir sehen uns dann morgen, wie gesagt, zu zwei Folgen, denke ich. So halt Let's Play Fahrenheit und wahrscheinlich was Neues. Kommt drauf an, was ihr halt schreibt, Selenoir. Und ansonsten, wie gesagt, das Backs-Fazit mache ich, denke ich, eine Woche später, also Freitag in der Woche. Aber auch dazu könnt ihr euer Feedback geben. Und ja, wir haben halt jetzt voll überzogen natürlich. Jetzt ist fast eine Stunde. Aber es gab ja keinen Save-Punkt zwischendrin. Und deswegen, ja, denke ich, passt das. Und genau, ich würde mich freuen, wenn ihr in einem anderen Projekt wieder dabei wärt, wenn ich euch dann wieder begrüßen könnte. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Gehabt euch wohl.